So, herzlich willkommen zum ersten Blutmond. Wir werden auf jeden Fall in Vorbereitung dessen uns mal ordentlich satt essen. Und unsere Kiste ist schon voll, verdammt. Ich nehme jetzt aber das Ding mal mit. So, und dann noch hier ordentlich was trinken. So, ein Ei können wir noch. Und ein bisschen was trinken. 42. Jetzt geht gleich los. Ich bin schon ein bisschen aufgeregt. So, weißt du was? Du kannst weg. Und die werden wir jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr auffüllen. So. Zwei Schluck trinke ich noch. Und der eine reicht. Oh, der war sogar schon zu viel. Gut. Okay. Leute, es wird ernst. Weg mit dir. Dann schwingen wir uns aufs Fahrrad. Und hauen einfach mal ab. Scheiß was auf die Zombies. Oh mein Gott. Musik. Die kommen. Hä? Warum so viele Vögel? Alter, warum so viele Vögel? Alter, warum so viele Vögel? Was ist denn da passiert? Haben die gar keinen Honig? Ja. Alter, ich dachte, bei der ersten Blutung kommen keine Vögel. Der eher schlecht als recht zu. Das Schöne ist beim Upgraden. Muss sie immer einreihen. Also das vordere Tor funktioniert leider gar nicht. Die Beton für. Ja, gut, das haben wir natürlich nicht. Ja, ich darf nicht zu nah rangehen.
Schade, weil es halt bloß ein halber Stein ist, ne? Aber warum kommen schon Vögel in der ersten Nacht? Ich dachte, die kommen in der ersten Nacht gar nicht. Etwa weil wir mit dem Fahrrad gefahren sind? Deswegen? Weil wir halt auch, wir haben echt keinen Honig, ne? Okay, ich muss noch ein bisschen Stahl bei so in die Hand nehmen. So, reicht. Damit wir auch einfach mal die Tür reparieren können. Wie wir diese Haske einfach umzingelt haben, Alter. Ja, das war ja schon echt heftig. Das habe ich so noch nicht erlebt. Wie gesagt, das muss daran liegen, dass wir mit dem Fahrrad gefahren sind. Aber das kann ich mir nicht erklären. So, wir nehmen by the way mal... Haben wir keine Steinrahmenform? Unsere Lampe ist gleich weg. Nein, unsere schöne Lampe. Versuche erstmal Zeit zu schinden, damit die hier nicht die ganze Zeit das Ding da beschädigen. Oh, muss repariert werden. Kann ich jetzt nicht reparieren? Ach ja, braucht Holz, keine Steine. Ach, muss immer noch repariert werden. Haha. So, jetzt aber. Machen gerade die Vögel da oben echt mehr Sorgen als die Typen da unten. Wenn ich mal ehrlich bin. Ja. Na egal, wir müssen ja bloß noch 3 Stunden aushalten, also easy. Schade, schade, dass das die nicht reparieren können, ne? Warum haben wir immer noch diese Kacken-Dinger da drin? Ja, okay, die Kiste ist vielleicht doch ein bisschen falsch, dumm platziert. Na gut, wie gesagt, eigentlich dachte ich halt, hätte nicht gerechnet, dass wir direkt die Vögel so hart bekommen in der ersten Nacht. Weil die Let's Plays, die ich bisher gesehen hatte, da war es nicht so extrem mit den Vögeln.
Digga, ich denke hier voll drauf. Hier los. Ach, eine Tür heile, Junge. Jetzt klatscht es. Oh. Hat sich ausgeklatscht. Ach ja. Tja, das heißt, muss ich für die Vögel wirklich einen kleinen Durchgang lassen, dass ich die auch von hier unten aus abschlagen kann. So, jetzt muss gucken hier, dass ich mal meine Tastatur und das Ding gleichzeitig sehe. So. Was gibt's denn hier so für Rahmenform? Yeah! Auf so sieht das wieder kein Problem mehr. Gut, die Lampe ist leider weg. Sad life. Aber hey, was soll's. Oh. Aber warum haben wir eigentlich keine Zombies mehr? Gibt's hier oben etwa nur noch Vögel oder was? So, das schöne ist, diesen Stein kann ich jetzt so lange reparieren, wie ich möchte. YOLO. Das einzige Problem, was wir haben, wie gesagt, ich habe den Vögel jetzt nicht gerechnet, von daher. Vor allem, warum haben wir halt überhaupt keinen Honig? Haben wir nur in der alten Wohnung Honig? Kann sein, ne? Ja. Na klar. Das ist ja echt interessant. Lunzen das Ding aber auch runter, ey. Holy shit. Und keine Zombies mehr hier. Was sind die Zombies los? Ich habe keine Zombies mehr. Oder sind mittlerweile so viele Vögel da oben, dass einfach die Gesamtzahl der Gegner damit ausgeschöpft ist. Aber so schnell wie der Block gerade runter geht. Würde es mich halt echt nicht wundern. Oh. Der Block gibt auch mal den Geist auf. Weißt du was? Ich tausche mal die beide hier aus. Dann habe ich die Stelle im Wechsel. Ja. Da greifen sie nämlich auch an. Ja, kein einziger Zombie mehr. Digga, Blutmond der Vögel hier. Ich habe mich auf den Zombie-Kampf ausgelegt und nicht auf den Vögelkampf, Alter. Ich mach gleich mal mit hier beim Vögeln. So, der hat immer noch 700. Eieieiei. Sowas kann man sich nicht ausdenken. Gut, das heißt, dadurch, dass die Blöcke eh schon relativ weit runter sind, kann ich die dann auch problemlos austauschen, also abbauen und dann richtige Steinblöcke verwenden. Die Frage ist, wie sieht es unter den beiden Dingern aus? Wobei, die dürften gar nicht so stark abgenutzt sein, da ich nie da drunter war und die Vögel dementsprechend nie genau die angegriffen haben. Oder die sind dann nur deswegen so, weil ich ja hier drauf gestanden habe, um die nicht zu entlasten. Ah, da haben wir wieder einen. Ups. Der war jetzt hier etwas falsch.
gleich durch, okay. Die sehen beide noch gut aus. Habt ihr den hier bald mal durch oder was? Oh, ich will bitte genau hier drunter stehen, dass sie den total hier abbauen. Ah, sieht schon besser aus. Oh, sollte der irgendwo so eine Frage der Zeit sein. Oh ja, ich glaube, es ist noch eine Stunde. Easy. Nicht so, wie ich gedacht habe, aber trotzdem auch relativ leicht. Hol den nochmal ab hier. Ja, sind die halbe Blöcke normalerweise, ne? So. Schon besser. So kann man doch gleich viel besser arbeiten hier. Die machen es noch lange mit. Die sind überhaupt kein Problem. Oh, okay, da könnte auch bald ein Problem werden, aber sehe ich ehrlich gesagt nicht wirklich. Ey, die haben meine Schlafsack kaputt gemacht. Mein schöner, schöner Schlafsack. Da. So. Sehr geil. Ach ja, noch eine halbe Stunde. Na, die Vögel sind schon echt hässliche Biester. Ich bin gerade überlegen, ob ich den manuell abbaue. Der war auch nicht mehr lange. Aber halt kein einziger Zombie, ne? Das sind alles Vögel da oben. Das ist doch nicht wahr. Was ist da los? Ah, ja. Oh ja, gleich geschafft. So, und dann müssen wir ganz schleunigst Honig sammeln. Oder nach dem Blutmond ist da keine Schande mehr. Ach nee. Nee, wir müssen Honig sammeln. Noch 5 Minuten. Also in-game. Und dann haben wir es geschafft. Und kein einziger Zombie ist da. Ist das doch nicht wahr. Was ist das für ein Blutmond, Leute? Tschüss, ihr Bitches. Gut. Wir suchen erstmal Baumstämme. Also hier Baumstumpfe meine ich jetzt. Das heißt, wir waren jetzt mal so wie immer quer durch die Walachei, aber diesmal mit besonderem Augenmerk auf Baumstumpfen. Und müssen Stand jetzt mindestens 3-mal Honig finden. Sollte gar nicht so schwer sein. Ja, aber hätte ich nicht gedacht, dass ich das im ersten Mal Blutmond direkt Vögel kommen. Vor allen Dingen gleich so viele. Aber ich schätze mal, das war dadurch getriggert, dass ich halt mit dem Fahrrad gefahren bin. Ne? Ich schätze mal, damit habe ich das Spiel... Also entweder ist das Spiel direkt darauf abgestimmt, dass halt am Anfang Zombies spawnen, aber wenn man die abhängt, dann automatisch, dass sie Vögel wären. Weil man die nicht so leicht autobahnen kann. Oh, da ist ein Rucksack. Ist da oben nicht drin? Ne. Achso, siehst du, jetzt haben wir ja jetzt den Stuff bei unserem Rucksack drin, ne? Ah, verdammt. Kann ich ja direkt nochmal zurückfahren. Und ich kann mal actually beim Händler vorbeischneiden. Vielleicht hat der Honig vorbei, habe ich da nicht gesehen. Sonst hätte ich ja welchen geholt.
habe ich überhaupt alles für ein Stuff dabei? Eigentlich bloß ein bisschen Loot. Hat hier irgendwelche Baumstümpfe oder so? Hä? Hä, wo bin ich gerade lang gefahren? Wieso bin ich so einmal hier? Was? Ich bin verwirrt. Ey, mein Fahrrad. Oh, komm, ey. So. Du kannst da rein. Du. So viel Scheiße. Was soll ich mit dem ganzen Zeug hier? Okay, die Kiste ist voll. So, und hier nehmen wir mal, wir essen mal das. Dann essen wir mal eine Dose Chili. Klingt ja echt verlockend. Und eine Dose. Ne, die nehmen wir mal. Die nehmen wir einfach nur mit. Und dann brauche ich mein dreckiges Wasser. So, jetzt sind wir ausgestattet für den Weg. Weil ich überlege, so hungertechnisch, ob wir da nicht noch ein bisschen mehr mitnehmen wollen. Wir nehmen wieder mal noch das Ding mit. Spätestens wenn wir da sind, können wir das dann ja aufessen. Dann haben wir wieder genug Lagerplatz. Unser Fahrrad müsste ja leer sein, ne? Da haben wir noch nie was reingepackt. Ja. Fahrrad ist leer. Ja, für den ersten Blutmond. Nicht wie gedacht, aber geschafft. Ohne zu sterben. Wobei ich schon gedacht habe, damals. Als uns da die ganzen Geier umringt haben auf dem Fahrrad, dachte ich schon, dass es das war an der Stelle. Boah, darauf war ich halt überhaupt nicht vorbereitet. So. Ich habe halt mit allem gerechnet, aber nicht damit. Weil es waren ja mit einmal sechs bis acht Vögel mit einmal. Und gegen zwei Vögel zu kämpfen, ist schon eine Herausforderung. Aber das war ja schon echt epic. So, wie sieht es hier mal aus mit ein paar Baumstumpfen? So, das mal. Ja, spätestens wenn wir bei unserem alten Haus angekommen sind, müsste da mindestens zweimal Honig drin sein, soweit ich weiß. Was ist das denn gerade? Na, kein Honig. Wobei, warum komme ich jetzt im Müll rum? Ich will auch leere Taschen haben, keine vollen Taschen. Alles, was mich interessiert, sind Baumstumpfe. Das ist die einzige Aufnahme. Immer schön, wie er das eigene Fahrrad wegschiebt. Ja, Vogelnester lasse ich jetzt auch mal links liegen, weil ich mich komplett auf die Baumstümpfe konzentrieren möchte. Scheint es aber leider gar nicht so viel zu geben, ja. Schon wieder kein Honig, was ist denn hier los?
Schon wieder wird's dunkel, sobald es tags wird. Hä? Wieso fahre ich eigentlich zu dem gelben Ausrufezeichen? Wir müssen doch zum roten. Ich bin doch schon wieder so durch. Ich bin schon wieder so durch. Es ist kalt, suche Kleidung für den Unterschlupf. Wir haben Kleidung. Ich wusste gar nicht, dass wohl nicht so selten ist. Wobei doch, schon relativ selten. Haut schon hin. Scheiße, bei der Baumfalle hätten wir mal die Baum, also da wo die 6 Stück damit einmal da waren. Der hätte wir locker bestimmt zweimal oder so nicht bekommen. Oder vielleicht waren das auch special gesetzte Dinger, die alle Honig hatten. Nur um mich zu ärgern. Hierher, Alter, mitten im Weg. Was ist das für ein Berg, Alter? Ich fahr mal hier rauf, auf den Hügel. Damit ich die andere Seite auch noch ein bisschen besser sehe. Oh, aber nix da. Kein Baumsturm. Whatsoever. Hey, ich scheine wirklich verdammt selten zu sein. Das ist ja schlimm. Und diesmal? Das ist doch nie wahr. Wie konnte das sein? Alter, ja, ey, ist ein richtiger frostiger Bildschirmrand hier. Lol. So kalt der Regen. Was sehr heftig. Ist das leider bloß Blei, ne? Ja. Ist bloß Blei. Was für eine Sauerei. Und das ist schon wieder vorbei. Mit einmal. Wir haben auf der gesamten Strecke nicht einmal Honig gefunden. Ist das traurig oder was? Eieieiei. Das ist ja... Gut. Zumindest ist es wieder sonnig. Von daher erkennen wir dann in der nächsten Folge etwas mehr. Na gut. Von daher, bis zur nächsten Folge. Mal gucken, ob wir genug Honig finden.